Das Aufzeigen neuer Wege für die Zukunft Oberösterreichs ist das Ziel von Academia Superior. Beim Surprise Factors Symposium 2015 kamen bereits zum fünften Mal internationale Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Disziplinen in Gmunden zusammen, um Denkanstöße zu liefern. Zum Thema From Good to Great, der Weg zu den Besten, moderierten Alan Weber und Markus Hengstschläger die Gespräche mit vier renommierten Persönlichkeiten. Überraschende und neue Perspektiven brachten ein der Vorarlberger Objektkünstler Norbert Brunner. Seine Kunstinstallationen, die auf größte Präzision aufgebaut sind, feiern mittlerweile weltweit, ob in New York, Tokio oder Moskau, größte Erfolge. Because the thing is, what you ask me, what can we do here for, like for Apostro, or what is it to go on? And this is actually, I'm telling you, with die Molekularbiologin Hertha Steinkellner. Sie forscht an der biotechnologischen Erzeugung von therapeutisch nutzbaren Proteinen in Pflanzen und ist an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Ebola führend beteiligt. Die Sportadministratorin und Vorsitzende des britischen Youth Sport Trust, Susan Campbell. Sie war für die Erfolge des britischen Nationalteams bei den Olympischen Spielen in London 2012 verantwortlich und damit für die erfolgreichsten Spiele in der Geschichte Großbritanniens. Der politische Querdenker und Publizist Oswald Metzger. Er ist einer der bedeutendsten Vordenker Deutschlands, hat eine ungewöhnliche politische Laufbahn hinter sich und ist geschäftsführender Sekretär des Konvent für Deutschland. Die Expertinnen und Experten des Symposiums befassen sich damit, was manche Menschen, Organisationen oder Regionen erfolgreicher macht als andere und wie es gelingt, den Weg zu den Besten konsequent zu verfolgen. Sind so gut wie ausgeschlossen. Ganz offen gesprochen. Wie entgeht man der Gefahr, aufgrund von guten Leistungen träge zu werden? Wie schafft man es, sein gesamtes Potenzial voll auszuschöpfen? Und wann ist das Gute gut genug? Im Rahmen der abwechslungsreichen Abendveranstaltung gewannen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher im Toskana Kongress Gmunden einen Eindruck davon, welche Formen der Weg zu den Besten annehmen kann. Frische Ideen kamen am letzten Tag von der Young Academia. Die jungen Studierenden diskutierten mit Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats und den eingeladenen Expertinnen und Experten ihre Sichtweise zu dem Thema. Gemeinsam mit Landeshauptmann Josef Püringer und Academia Superior Obmann Landesrat Michael Strugel wurden die Ergebnisse des Symposiums reflektiert, auf ihre Bedeutung für Oberösterreich hinterfragt und notwendige nächste Schritte festgelegt. Academia Superior lädt einmal im Jahr zu einem Surprise Factors Symposium Expertinnen und Experten aus aller Welt ein, um über Themen zu diskutieren, die Oberösterreich in der Zukunft bewegen werden. Diesmal zur Frage, wie können wir noch besser werden? From good to great heißt das Motto. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis an diesem Wochenende war, das ist nicht etwas, was man irgendwann einmal erreicht hat. Man kommt nicht dort an, man ist immer unterwegs. Es ist ein ständiges Bemühen, ein ständiges Arbeiten daran, besser zu werden. Wir haben uns hier in Gmunden bei diesem Surprise Factor Symposium mit vier Experten aus den verschiedensten Richtungen unterhalten. Einerseits aus Kunst und Kultur, andererseits aus Sportmanagement, Wissenschaft, aber auch aus Politik.
über die Frage, wie kommt man von gut zu einem Status, der noch besser ist. Und eine der Grundideen dabei war Fokussierung. Dass man sagt, man kann nicht überall automatisch der Beste sein, sondern man muss auch Entscheidungen fällen. Und da kann es auch passieren, dass man auch anderen mitteilen muss, dass sie im Moment sozusagen nicht weiter zur nächsten Stufe mitbegleitet werden. Man muss das aber transparent und mit allen Mitteln in die Richtung unternehmen, dass man sagt, man nimmt auch diese Menschen mit und auch die Menschen müssen verstehen, dass auf dem Weg von gut zu besser es halt temporäre Verschiebungen von Förderungen gibt. Die Ergebnisse des Symposiums bilden die Basis für die weitere Arbeit von Academia Superior. Sie wird in konkrete Handlungsempfehlungen für oberösterreichische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger einfließen. Die Academia Superior hat sich heuer mit der ganz zentralen Frage beschäftigt. Wie wird man als Land nicht genügsam, begnügt sich mit dem Gutsein und vergisst, dass man jeden Tag besser werden sollte, um letztlich zu den Besten zu gehören. Das muss aber unser Auftrag sein. Denn der Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte, der Wettbewerb um Arbeit, um intelligente Arbeit, damit der Wettbewerb um Arbeitsplätze, damit der Wettbewerb um Wohlstand, der wird schärfer werden. Daher müssen wir uns jeden Tag überlegen, wie werden wir vor allem in den Feldern, die die Zukunft ausmachen, stärker und besser. Wie müssen wir unsere Universität aufstellen, dass sie genau das anbietet, was der Zukunftsstoff ist. Wie müssen wir die Infrastruktur, Stichwort Breitband, so organisieren, dass wir rechtzeitig die Flächendeckung haben und daher mithalten können im Wettbewerb? Welcher Paradigmenwechsel muss an unseren Schulen passieren, dass die Talente und Fähigkeiten, die in unseren jungen Leuten stecken, wirklich zu Höchstleistungen führen? Da gibt es viele, viele Fragen, viele, viele Wege. Entscheidend ist, dass sie gegangen werden. Academia Superior hat uns aufgezeigt, wir dürfen dieses Ziel ja nicht aus dem Auge verlieren. Wenn wir zu den Top 10 in der Champions League gehören wollen, in Europa, dann gibt es keine Alternative. Jeden Tag. Zum Mitwirken an diesem Prozess der Ideengewinnung und der gemeinsamen Gestaltung der Zukunft sind auch Sie herzlich eingeladen.